Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer fordert ein entschiedenes Vorgehen gegen den politisierten Islam. Vorwürfe, mit solchen Aussagen rechten Kräften in die Hände zu spielen, widerspricht sie. Stattdessen, so Schwarzer im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur, würde man Rechtspopulisten stärken, wenn man das Problem leugne. Weiter sagt sie, ohne die Schwierigkeiten um den Zuzug von Männern aus tief patriarchalen Ländern, die auch noch vom radikalen Islam verhetzt sind, wäre vermutlich die AfD heute nicht im Bundestag. Viele Menschen, so Schwarzer, hätten die Partei aus Frustration darüber gewählt.